Buongiorno, meine kleinen Makaroni, zu einer neuen Folge der Pokémon-Sonne Blindlock. Yeah! Wir haben im letzten recht kurzen Part Samantha besiegt und haben gesehen, wie sie abgehauen ist. Wir müssen Dark Soul noch auf die Friedhofsbox packen und was Neues mit ins Team nehmen. Mein Lieblingsmon, verdammte Scheiße, es ärgert mich immer noch, aber ja. Was willst du machen, ne? Oh mal, Lily wartet auf uns. Es ist dünkel. Oh. Sie hat sich umgestylt. Sie ist gar nicht wiederzuerkennen. Die Sachen habe ich in Malia City gekauft. Was meinst du, stehen sie mir? Und wie? Wirklich, Janine? Vielen Dank. Es gibt noch so vieles, was ich tun muss. Ich muss Wölkchen retten und Mutter. Ich wäre gerne wie du, Janine. Ich wäre gerne stark genug, mich jeder Prüfung stellen zu können. Also habe ich mich zusammengenommen und beschlossen, zuversichtlich zu sein. Das ist meine ganz eigene Interpretation der Z-Kraft. Fehlt nur noch eine passende Pose. Okay. Hier steckt ihr also. Das habe ich im Ausstellungsraum gefunden. Das ist die Mundflöte. Ein altes Relikt aus der Alola-Region, das angeblich schon seit langer Zeit von einer Generation an die nächste weitergegeben wird. Anscheinend muss man sie im Schein des Mondes spielen. Die Sonnenflöte und die Mondflöte erklingen beide zusammen, soll dadurch das legendäre Pokémon herbeigerufen werden. Das besagen zumindest die alten Legenden. Sieht ganz so aus, als hätte Mutter vorgehabt, selbst das legendäre Pokémon ihrer Sammlung hinzuzufügen. Ich sammle auch Legenden. Hier, nimm das. Oh! Meisterball, danke! Mit diesem Meisterball kannst du absolut jedes Pokémon fangen. Ich vertraue darauf, dass du Lili unterstützt. Das ist also das Mindeste, was ich tun kann. Und was hast du jetzt vor, Gladio? Ich werde im Ätherparadies wieder für Ordnung sorgen. Eigentlich wollte ich ja so weit weg von hier wie möglich, gemeinsam mit meinem Null. Aber jetzt hänge ich wohl erstmal hier fest. Okay. Janine! Ich bin's, das Braunbärchen! Boah, Lili, du siehst total anders aus. Bist das wirklich du? Ja, ich werde ab sofort alles geben. Das ist meine ganz eigene Interpretation der Z-Kraft. Prima, das passt ja toll. Wie meinst du das? Na, weil ich auch beschlossen habe, ab sofort alles zu geben und noch härter zu trainieren. Ich meine, ständig greifen mir Janine und ihr Team unter die Arme. Das geht nicht. Das stimmt allerdings. Ich muss es schaffen, meinen Pokémon auch ohne Unterstützung zu helfen. Sonst werde ich nie Inselkönig und zaubere niemandem ein Lächeln ins Gesicht. Und ich habe ja noch nicht mal Lolas Prüfung bestanden. Ich habe noch so viel aufzuholen. Es tut mir wirklich leid, dass ihr in unsere Familienangelegenheiten hineingezogen wurdet. Da sagst du was. Aber sowas erlebt man nicht alle Tage. Solange ihr in der Nähe seid, ist immer was los. Wenn das alles vorbei ist, haben wir eine tolle Geschichte zu erzählen. Wer weiß, vielleicht erwarten mich ja noch größere Abenteuer, wenn ich härter trainiere. Naja, unsere Mutter hat eben ein Faible für das Extravagante. Tali, ich bin froh, dass du gekommen bist. Ich werde euch noch zur nächsten Insel nach Pony bringen. Ich warte bei der Anlegestelle auf euch. Also dann, Janine, nehmen wir uns zusammen und zeigen alles, was wir können. Oh. 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 Mach's gut und angenehme Reise. Bis wir uns das nächste Mal sehen, werde ich mit meinen Pokémon hart trainieren. Du wirst Augen machen, Janine. Okay, ich bin gespannt. Wo sind noch mal die ganzen namenlosen Rüpel hin? Ist die Alte einfach weg? Das habe ich jetzt nicht erwartet, wenn ich ehrlich bin, dass sie einfach so verschwindet. Aber okay. Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen? Boah,
Die Lauchstange, die Porenta immer bei sich trägt, werden wohl auch in andere Regionen exportiert. Hier, gönn dir doch auch eine Lauchstange. Danke? In anderen Regionen soll es wohl immer weniger Porenta geben, weil dort nicht genügend Lauchstangen wachsen. Sag mal, dass ich gut aussehe. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Alola. Was ist eigentlich Leben? Wir müssen uns gegenseitig unterstützen. Hm. Was ist eigentlich Leben? Mhm. Hm. 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 Es sollte mehr Schutzzonen geben. Hm. Es sollte mehr Schutzzonen geben. Hm. 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 Alola. Ach, die sagt nicht, dass ich gut aussehe. Alola. Ach, leck mich doch am Arsch. Nein, lieber nicht. Ihr mit euren alten Reibeisenzungen. Wuff. Oh. Wir sind hier, um mehr über die Arbeitsweise der Aether Foundation zu lernen. Die Zielsetzung ist schon mal eine andere als die der Safari-Zone von Fuxiana City. Da kommt jemand aber von weit her. Ja, und hier arbeiten auch viel mehr Arschlöcher als in Fuxiana City. Na du, die Präsidentin ist ein guter Mensch. Nein, sie lädt junge Trainer wie mich, die sich auf Inselwanderschaft befinden, hierher ein. Fängt ein gutmütiger Trainer ein Pokémon und trainiert es ganz fleißig, dann dient das auch dem Schutz der Pokémon. Hat euch gar nicht zwischen den durchlaufen. Die Präsidentin ist kein guter Mensch. Nein, ist sie nicht. Hi. Willkommen im Äther-Paradies. Die Pokémon-Schutzzone befindet sich im Obergeschoss. Ach nee, was du nicht sagst. Willkommen. Blablabla. Ah, wir können ja am PC. Mögest du jetzt ewig ruhen, mein kleiner Geist? Scheiße, Elena! Mann, das kann doch nicht wahr sein. Boah, ist das ärgerlich, das ist so ärgerlich, das ist so bitter, ey. Das ist einfach nur bitter. Alles wegen dir, du Mistvieh! Hasse dich! Hasse dich abgrundtief, worauf ich dich hasse. Yeah, bist eine Legende, sonst würde ich dich mitnehmen. Just for fun. Von den ganzen hier will ich eigentlich nichts wirklich mitnehmen, deswegen. Habe ich nicht gesagt, hier, Loser, die Miss, Killifisch müsste auch mal wieder mitkommen. Ah, ne? Willkommen zurück in La Gruppe. Ich hoffe, du fühlst dich immer noch bei mir wohl. Irgendwie. Und? Na komm. Komm, komm, komm. Bing! Da ist das Bild. Ah, ist das toll. Ja. Du musst erstmal nachleveln. Du bist leicht unterlevelt, würde ich mal behaupten. Nur ein ganz kleines bisschen. Aber das kriegen wir schon hin, habe ich gehört. Ganz leicht kriegen wir das hin. Ja. Haunter bleibt noch in der Box drin. Halt, warte mal. Ich habe was vergessen. Wenn wir etwas fangen, das ist ja hier die Box der bevorzugten Teammitglieder. So, neue kommen hier rein. So viel dazu. Ach ja. Dark Soul, ich werde dich vermissen. Wo kommen wir eigentlich hier hin? Mautz? Mhm. Hätte ich Mautz nicht gefunden, hätte ich also die Aether Foundation um es. Hätte sich also die Aether Foundation um es gekümmert? Nein. Wilde Pokémon ziehen sich zurück, wenn sie verletzt wurden. Sie tun das, um sich an einem sicheren Ort vom Kampf zu erholen und zu regenerieren. Wir finden und versorgen sie, damit sie schnell wieder fit werden. Allerdings sind verletzte wilde Pokémon sehr scheu und lassen einen kaum näher herankommen. Deswegen fangen wir sie einfach. Mhm, ich verstehe. Ist es immer und überall blitzblank, lacht auch das Herz vor lauter Dank. Hübner. Ich verstehe. Ist trotzdem creepy. Na, was sehe ich denn da funkeln wie ein Tautropfen? Yay! Und es ist übrigens immer noch Nacht. Ich habe gehört, dass Team Skull Pokémon einfängt, um sie umgehend zu Geld zu machen. Hm, was passiert, wenn eine Pokémon-Art dadurch ausstirbt? Dann ist sie doch für immer verloren. Eine absolut schreckliche Vorstellung. Das stimmt allerdings. Indem wir die Produktion von Müll verringern, schützen wir die Lebensräume wilder Pokémon. Milta! Das stimmt allerdings. Milta, Milta, Milta! Ob wir noch was Tolles hier finden? Ich habe keine Ahnung. Ich schaue mich einfach noch ein bisschen um. Kackend reißt. Du darfst das hier nicht benutzen. Ach, Mann.
Lass mir doch mal einen Spaß. Ich möchte mithelfen, einen Ort für Pokémon zu finden, an dem sie in Sicherheit leben können. Der Vater der Elterpräsidentin war unglaublich reich und hat die Elter Foundation zum Schutz der Pokémon ins Leben gerufen. Wer war eigentlich ihr Vater? Ey, wer ist dein Vater? Ich kenne deinen Vater nicht. Wer ist dein Vater? Wellen sind stark, aber berechenbar. Stromerzeugung mit Hilfe von Wellenkraft ist also sicher und zuverlässig. Okay. Macht irgendwie Sinn. Hypertrank. Yay! Können wir gut gebrauchen. Wir haben irgendwie ein, zwei zu oft einsetzen müssen. Ach, guck mal, da hinten, da waren wir ja drauf und haben die Zigarrenzelle gefunden. Okay, so schließt sich der Kreis. Die Aether Foundation, also das ganze Gebäude, sieht von oben also aus wie ein riesiger mechanischer Pokéball. Ich verstehe. Interessant, interessant, sprach der Elefant. Ich wollte eigentlich nicht, aber okay. Komm, dann gucken wir uns mal hier. Achso, hier sind wir jetzt. Gucken wir uns jetzt hier richtig um? Ich glaube eher nicht. Nee, scheiß drauf. Es gibt noch ein zweites Obergeschoss, habe ich gesehen. Ah ne, es waren... Achso, dieses waren die Untergeschosse, okay. Also können wir jetzt hier wieder zur Anlegestelle und verschwinden. Alles klar. Herr Kommissar. Da ist jemand. Ein Lagerfuzzi. Wir haben nicht nur Fähren, wir nutzen auch Frachtschiffe zum Transport von Gütern. Oh, das ist aber toll. Okay, hier haben wir schon alles. Dann gehen wir mal... Moi! Alles klar. Dann gehen wir jetzt mal nach unten. Wir verlassen jetzt dieses grausige Höllenloch von... Ja, Pokémon-Quälerei. Was weiß ich, was ich sagen möchte. Gladio, wo bist du? Wo ist er? Ständig mischt sich Team Skull ein und behindert uns dabei, Pokémon zu beschützen. Verdammt. Die nerven wirklich ganz gewaltig. Ja, stimmt schon, aber sie arbeiten auch für euch. Also, zumindest für die Präsidentin. Und keiner weiß Bescheid, das wollt ihr mir doch nicht ernsthaft erzählen. Das Ätherparadies. Tja, das Ätherparadies ist ein Konglomerat aus großen Blöcken, die ein riesiges, schwebendes Konstrukt ergeben. Man könnte sagen, es handelt sich dabei um eine neue Insel, die auf Alolas Wellen treibt. Macho! Okay. Ganz wie du meinst, Forscherli. Ach, hier sind die beiden. Mit einem schnuckeligen kleinen Schiffchen. Gehen wir, Janine, jetzt gibt es kein Zurück mehr. Bereit? Yo! Alles klar. Gehen wir, Janine. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Hast du einen Sprung in der Platte? Gehen wir, Janine. Es gibt jetzt kein Zurück mehr. Okay, aber ich glaube, du wiederholst dich. Gehen wir, Janine. Es gibt kein Zurück mehr. Pony! My Little Pony Island! Hm, Schwarzbild. Da sehe ich Tohaidos. Dorf des Seevolks. Mm. Ist ja cool. Oh, ein Wario-Schiff rechts. Ein Stalos-Boot. Alter, wie geil ist das denn? Tja, das ist Pony. Auf der Insel lebt so gut wie niemand. Dafür ist die Natur hier aber umso üppiger. Üppig. Ihr besucht am besten mal den Inselkönig. Eine der Aufgaben des Inselkönigs ist es, das Podium zu bewachen, wo dem legendären Pokémon gehuldigt wird. Sprich mit ihm, vielleicht weiß er ja was. Danke, Gladio, das hilft uns weiter. Aber eins lag mir die ganze Zeit schon auf dem Herzen. Ich muss das jetzt einfach loswerden. Als du damals zusammen mit Null das Ätherparadies verlassen hast, bin ich ganz allein mit Mutter und ihren Problemen zurückgeblieben. Wenn mir Pia damals nicht zur Seite gestanden hätte... Es tut mir sehr leid, dass ich dich in dieser schweren Zeit im Stich gelassen habe. Ich konnte damals einfach an nichts anderes denken, als Null zu beschützen. Aber du bist wirklich sehr daran gewachsen. Ich weiß, dass ich mich jetzt guten Gewissens auf den Weg machen kann. Viel Erfolg euch beiden. Alles klar. Du musst dir meinetwegen keine Sorgen machen, Janine. Ich weiß jetzt, was ich zu tun habe. Und auch wenn sich das vielleicht komisch anhört, aber ich freue mich schon richtig darauf. Okay.
Ach, Lilly, süß. Da wären wir. Boni, ich lege dir gleich mal einen neuen Insel-Pokédex an. Du bist sicher gespannt, was für neue Pokémon dich hier erwarten. Janine. Ist das hier etwa ein Dorf des See? Das etwas. Das ist ein Kamerabot! Kamera! Okay, wir dürfen hier schon mal nicht schwimmen. Warum dürfen die hier schwimmen? Das ist nicht fair. Okay. Das ist nicht fair, sorry, Ben. Ob im Meer noch unbekannte Pokémon warten? Aber sicher doch. Es ist hier immer ein Pokémon! Pokémon! Yay! Unbekannte Viecher! Das habe ich auch! Wer um die Welt reist, lernt dabei allerlei Menschen Pokémon kennen. Hättest du Lust, das Fossil-Pokémon Aerodactyl mit auf deine Reise zu nehmen? Ja. Was? Einfach so? Geschenkte Pokémon darf ich behalten? Ja, wie geil! Was? Wir kriegen einfach ein Aerodactyl geschenkt. So viel zum Thema. Es ist ausgestorben. Danke! Aerodactyl, das Fossil-Pokémon, er stammt aus dem Zeitalter der Dinosaurier. Mit seinen Zähnen, die Sägeblättern gleichen, zerreißt es seine Beute, bevor es sie frisst. Ah, oh, sehr sympathisch. Ja, yeah, und? 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 Oh, es ist so cool. Jo, du kriegst einen spitzigen Namen. Ich nenne dich wie immer Scharfzahn. An welche Zeichentrickfilmreihe das wohl angelehnt ist? Hm. Zeig mir doch mal deinen Bericht, Scharfzahn. Du bist Level 40, du bist Teamniveau. Hey, Spezialangriff hoch, natürlich. Und die innen drunter. Ach, leck mich doch am Arsch. Das kann doch nicht wahr sein. Warum ausgerechnet der Spezialangriff? Ich meine Angriff, verdammt. Okay, Brille, Agilität, Antikraft, Knirscher. Ein und Steinhaupt. Oh. Ein potenzielles Teammitglied, möchte ich nur mal anmerken. Ein potenzielles Teammitglied. Ruhig, hat eine gute Ausdauer. Naja, bei seinen Verteidigern. Naja, das ist einmal so dahingestellt. Du kommst erstmal auf die Box, aber du gehörst in die nähere Auswahl. Ich werde dich bald in einer Box anpassen, also in die richtige Box legen. Aerodactyl ist ein sehr schnelles Pokémon. Das musst du im Kampf unbedingt ausnutzen. Das werde ich sowieso machen. Bidi, bidi, bidi. Okay, okay. Ich würde dich ja gerne einladen, in meinem Angebot zu stöbern und etwas zu kaufen. In dieser Hinsicht sieht es aber leider gerade schlecht aus. Billy, Billy! Das ist mein treuer Partner Pelli, das Pilipper. Es hilft mir fleißig und übernimmt mit seinem Großschabbel die Auslieferung für mich. Billy, Billy! Ich reise mit ihm eigentlich von Insel zu Insel, um meine Waren hier und da zu verkaufen. Wir sind jetzt aber schon eine ganze Weile auf Pony und mittlerweile ist es ziemlich schlecht um meine Vorräte bestellt. Dementsprechend schlecht laufen natürlich auch die Geschäfte. Selbst Pelli vergießt deswegen schon die ein oder andere Träne. Pelli! Hey, das war da ein Stichwort. An der Stelle musst du zu weinen anfangen. Du bist mir ja ein schöner Partner. Der will die Kunden, der will seine Kunden verarschen. Immer macht Pelli Faxen, aber das soll jetzt nicht dein Problem sein. Danke für deinen Besuch. Ich lasse dich natürlich nicht mit leeren Händen gehen. Oh, Magmaisira. Stromisira, danke! Hier, ein Magmaisira und Stromisira. Ja, ja, ganz im Ernst. Ich weiß, das ist ein großzügiges Geschenk, also, aber so bin ich eben. Okay, er verarscht seine Kunden doch nicht. Ist doch so, Pelli, oder? Mensch, Pelli, du hast schon wieder deinen Einsatz verpasst. Da musst du doch vor Rührung losheulen. Hüpf! Und ich dachte, wir wären Partner. Ja, komm. Danke für das Werbegeschenk. Ach ja, manche haben schon echt einen Schatten. Und ich dachte, ich habe einen Schatten. Aber die haben alle einen Schatten hier. Voll geil, ich fühle mich wie zu Hause. Ist hier irgendwas? Nein? Ist da irgendwas? Nein? Okay, wir gehen mal in Wario rein. Nup. Überreste? Nein, natürlich nicht. Mit dem Malen hat unsere Tochter Matsurika überhaupt erst wegen Snoople angefangen. Als sie ihm sein Porträt zeigte, war es dermaßen außer sich vor Freude, dass es mit dem Bild im Maul herumrannte, bis es völlig zerknüllt war. Matsurika hat das aber leider missverstanden und dachte, Snoople fand ihr Bild schlecht. Egal, wie gut man zeichnen kann, Snoople sieht immer doof aus.
Unsere Tochter hat sich bestimmt wieder eine Ladung Reisbälle geschnappt und sich irgendwo damit abgesetzt, um in Ruhe Bilder zu malen. Unsere kleine Fee ist einfach immer auf Achse. Im Regal befindet sich Bücher über Illustrationen, alle von einer Künstlerin namens Matsurika. Okay, ich dachte, ich kann das Buch lesen, weil es so auffällig, andersfarbig und schief steht, aber okay, ich darf nicht. Schweinerei. Okay, dann gehen wir mal in die nächste Cutscene. Lilly! Schnuckelchen! Yay! Lass dich knuspern! Sieh an, wen haben wir denn da? Willkommen! Okay. Huch! Wer ist das? Wer sind Sie, wenn ich fragen darf? Ach so, okay. Ich? Na, ich bin das Oberhaupt des Seevolkes. Jawohl. Ich halte den ganzen Haufen irgendwie zusammen. Des Seevolkes? Natürlich. Aber ja doch, schaut euch einfach mal um. Schiffe, Schiffe, überall Schiffe. Was glaubt ihr, was die sonst hier machen? Ankern. Wir befahren seit Jahren die Meere der Welt, immer auf der Suche nach neuen Wundern. Und wenn wir dabei etwas Seltenes finden, bringen wir es hierher nach Alola, um damit zu handeln. In den Häfen der anderen Inseln mag mittlerweile mehr Betrieb herrschen, aber irgendwie zieht's uns immer wieder hierher nach Pony. My little Pony! Aber was bringt euch hierher? Sammelt ihr auch Beeren, so wie wir? Wir sind hier, weil wir dem Inselkönig einen Besuch abstatten wollen. Dem Inselkönig? Wenn ihr den sucht, stattet ihr am besten der kleinen Hapu einen Besuch ab. Es gibt nur ein einziges Haus auf der Insel. Wahrscheinlich findet ihr sie dort. Lasst mich mal überlegen. Hapus Haus. Ja, direkt davor steht so ein grobschlächtiges Pampos. Das findet ihr also ganz leicht. Na sowas, Hapu ist also hier auf Pony. Vielen Dank, Sie haben uns sehr geholfen. Komm, Janine. Mit etwas Glück können wir Hapu und ihr Pampros wirklich in diesem Haus antreffen. Okay. Okay. Komm, Janine. Ja, okay, dasselbe. Alles klar. Wir gehen erstmal da rein. Ach, hier kann man dinieren. Magma. Oh. Ha! Ha, meins. Yay. Hallo. Quapp. Das ist ja quapptastisch, was du da machst. Hallo. Willkommen, willkommen. Ein Tisch für eine Person. Ja, bitte. Sehr schön, dann wähle doch bitte etwas von der Speisekarte. Übrigens, aktuell bezahlt bei uns jeder Gast unter 20 Jahren nur 500 pro Menü. Z-Nudeln, Großportion, Spezialportion, Z-Portion. Machen wir einfach mal, ne? Machen wir einfach mal. Die Z-Person haut aber ganz schön rein. Traust du dir das auch wirklich zu? Auf jeden Fall! Einmal die Z-Portion, bitte. Der Tisch ist bereit. Mir nach, bitte. Okay. So, bitte sehr. Vorsicht, heiß. Das ist einfach sehr lecker. Die Portion ist ehrfurchtgebietend groß und die Schüssel fast zu schwer, um sie zu halten. Egal wie viele Nudeln und Gemüse man isst, es scheint einfach nicht weniger zu werden. Man hat das Gefühl, gleich zu platzen. Das ist einfach zu viel des Guten. Keine Chance, jeder weitere Bissen wäre einfach zu viel. Nein. Das macht dann 500. Yeah, wäre uns bald mal wieder. Herzlichen Dank für deinen Besuch. Hier eine kleine Aufmerksamkeit des Hauses. Herzschuppen. Wollte ich schon lange mal zeigen. In diesen Restaurants. Ich weiß es jetzt nur mit dem Z-Menü. Mit den Z-Menüs kann man Herzschuppen farmen. Schön, dass du bei uns vorbeigeschaut hast. Beehre uns doch bald mal wieder. Man kann hier einfach Herzschuppen farmen. Das heißt, Attacken, Helfer und so weiter sind jetzt easy zu bezahlen. Einfach mega geil. Meisterball, Lauchstange, Magmasierer, Stromisierer. Ach ja, das habe ich schon längst einsortiert, die Herzschuppen. Warte mal, Herzschuppen. Herzschuppen. Hier, Herzschuppen. Drei habe ich jetzt schon. Ich glaube, wir kriegen immer nur eine. Ich weiß es nicht, aber gibt es einfach ein paar tausend aus für...
Gib mir zuerst eine Bestellung auf, bevor du ins Obergeschoss gehst. Achso, okay, alles klar. Tschüss. Hier kann man einfach Herzschuppen fahren. Immer das Menü kaufen und bam. Herzschuppen zum Abwinken oder Abstinken. Ich teile mir jeden Tag eine Portion Z-Nudeln mit meinem super süßen Frubeiler. Ganz ehrlich, kann man ein schöneres Leben haben? Ich weiß nicht. Pokebälle werfe ich in hohem Bogen. Leider landen sie dann in den Wogen. Kora! Kora! Kokokokokora! Achso, hier sind wir. Ach ja, okay, ja. Ich sollte auch mal unten auf den kleinen Screen gucken, dann sehe ich, wo ich herlatsche. Die Folge ist schon wieder voll. Nein! Fleck. Pony ist ja für seine erbarmungslose Natur bekannt. Dank meines grandiosen Partners kümmert mich das aber nicht. Los, Fleckmon! Fleck. Ja, davon würde ich mich auch verteidigen lassen. Schalos! Da gehen wir das nächste Mal rein. Erstmal machen wir für heute hier erstmal Feierabend. Das war's für Pokémon Sonne Blindlock. Heute, morgen oder besser in der nächsten Folge geht's weiter. Oh yeah. Tüdelü.